Yo, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 358 or 2 Days. Wir haben ja im letzten Part noch ein paar Herzlose platt gemacht. Und heute geht es darum, dass wir Magie beigebracht bekommen. Mal gucken, da hat Zigbar uns im letzten Part schon so komisch angeguckt. Ich frage mich, ob das jetzt überhaupt eine Rolle spielte oder ob das nur, ob die Kamera nur so zu ihm schwenkte. Reden wir einfach mal mit ihm. Übe, damit du dich nützlich machen kannst. Interessant, so viel zu inspirieren, zu sezieren. Ja, der ist so. Ist aber so ein bisschen der Streber in der Organisation. Und jetzt gucken wir uns mal die Tafeln an, wo wir letztens darüber Bescheid gekriegt haben. Okay, ist auch nochmal ein Tutorial, das ist sogar auf dem oberen Bildschirm. Installiere Tafeln in Feldern, um dich stärker zu machen. Bewege Tafeln aus deiner Truhe und auf der rechten Bildschirmseite in das Feldfenster auf der linken. Installierte Tafeln ermöglichen neue Fähigkeiten, steigern deine Stufe, deine LP und andere Werte. Es gibt viele unterschiedliche Tafeln. Versuche, die möglichst für dich beste Tafelordnung zu finden. Probleme mit einer Mission? Hab keine Angst, Start zu drücken, um dich zurückzuziehen. Ändere doch mal deine Tafelanordnung und probiere die Mission später erneut. Okay, was jetzt doof ist, hier das mit den Tafeln, das ist jetzt auf dem unteren Bildschirm. Den unteren Bildschirm, den seht ihr ja kleiner. Ich muss gucken, ob ich dann vielleicht so lange die Bildschirme tausche, ob ich den Aufwand dann wirklich dann eingehe, wie ich das dann mache. Aber ich glaube, ich werde das auch öfter offscreen machen. Also wir haben jetzt nur die Sachen hier. Wir können jetzt alles eigentlich reinziehen. Die Potions können. Ihr könnt hier Potions reinmachen ohne Ende. Und die Flammen machen wir auch schon direkt rein. Was ich nur gerne mache, ist immer so eine kleine Ordnung in den Feldern. Also die ordne ich gerne an. Würde ich jetzt zum Beispiel so. Dann mache ich die Fl Da mache ich die Flammen jetzt nach rechts. Später wird noch das hier voller alles. Dann gibt es noch mehrere Seiten. Jetzt können wir auf X dann prüfen. Genau, jetzt haben wir nämlich Feuer, 3 Stück, Stufe 1 und 8 Potions. Das heißt, wir können es 8-mal heilen. Aber die Potions verschwinden auch. Die Flammen, die hat man 3-mal. Und die kann man auch mit Äther nochmal auffüllen. Und die hat man aber dann nach der Mission dann wieder aufgefüllt. Aber die Potions, wenn die einmal benutzt, verschwinden die. Und dann haben wir noch Antilithium minus 10%. Das liegt, glaube ich, an dem Schlüsselschwert. Okay, fertig. Das heißt, wir haben jetzt auch Magie. Das kann ich noch mal kurz machen. Es wurde jetzt zwar nicht erklärt, das wird, glaube ich, später erklärt. Ich glaube, das kann man hier machen. Ah, ne, doch nicht hier. War das Konfiguration? Ne, ach, da war ich doch gerade. Man kann nämlich irgendwo die Tastenkürzel festlegen. Denn wenn man L gedrückt hält, dann. Obwohl, wie war das nochmal? Ich glaube, das war so. Und das will ich jetzt zum Beispiel auf. Ah, genau. Wie jetzt L und A. Wenn jetzt man jetzt L gedrückt hält und dann A drückt, dann kann man direkt die Flammen auswählen. Dann muss man dann nicht hier X, dann nochmal A und sowas. Das erspart dann Zeit. Die Potions. Die mache ich auf. Die mache ich so. Jetzt, okay, das haben wir nämlich beides schon festgelegt. Obwohl, oder nee, ich mache die auf X, damit das auch ein bisschen chronologischer aussieht. Da bin ich schon so ein bisschen Symmetrie-Freak. Genau, ist das besser angeordnet. Ja, Potions werde ich hoffentlich nicht so oft benutzen, aber die werde ich vielleicht auch brauchen im Hard Mode. Mein Problem ist eh, damit ich geize zu oft mit so Tränken und sowas. Okay. Für deine heutige Mission brauchst du Magie. Und schon 4 Minuten um, sehe ich gerade. Nur weil ich über Magie gelabert habe. Und über Tastenkürzel. Also da würde ich empfehlen, wenn ihr dann sehen wollt, was ich in der bei den Tafeln da mache, dann würde ich den würde ich Vollbild und 720p empfehlen. Da kann man das dann auch noch gut erkennen. Schön, dass du kommst. Hi. Ja, schlimmer geht's nicht.
Warum muss ich mit dir auf diese blöde Baby-Mission? Leite ich vielleicht in den Kindergarten? Okay, die ist richtig aggro. Lass das Demix erledigen. Der ist ja eh so nicht zu gebrauchen. Was? Was? Hast du was zu sagen? Nein. Ohne das Schlüsselschwert wärst du gar nichts. Ey, soll's mal langsam ihre Schnauze halten. Oh, ich habe eine Idee. Oh je. Du kannst die heutige Mission ohne dein Schlüsselschwert erledigen. Was? Wieso? Weil ich es sage. Sykes hat doch gesagt, du sollst ja heute Magie trainieren, oder? Jetzt heißt schwimmen oder untergehen. Wohl eher untergehen. Ich weiß nicht, wie man Magie anwendet. Wenn du weiterhin mit diesem übergroßen Schlüssel herumfuchtelst, lernst du es nie. Ja, aber... Ah, perfekt. Da ist ein Herzloser. Mach schon, erledige ihn. Aber du musst Magie anwenden. Ich sehe von hier aus zu. Danke. Na gut, jetzt war die wenigstens ein bisschen sozialer am Ende. Um auf Magie zuzugreifen, drücke X, bis Magie ausgewählt ist, und drücke A. Wie gesagt, das müssen wir nicht machen, weil ich schon die Tastenkürzel gewählt habe. Du verfügst über eine bestimmte, begrenzte Anzahl an Zauber. Durch Äther kannst du jedoch sie wieder gewinnen. Genau, da machen wir einfach so. Ich hole erstmal die Schatztruhe, aber bevor wir überhaupt was machen. Schatztruhen sind wichtig. Okay, ach, da war sogar ein Äther drin, geil. Da ist noch eine... Ich glaube, es gibt sogar... Man kriegt auch sogar, glaube ich, extra Bonus, wenn man alle Truhen hat. Oder auch, manchmal sind ja auch in den Truhen ganz seltene Sachen drin. Jetzt haben wir erstmal drei Äther. Das heißt, jetzt hatte ich L gedrückt. Und Feuer! Was schenkt er uns? Noch ein Potion, geil. Potions, da werden wir noch richtig offen zugeworfen. Okay, jetzt noch mehr. Noch mehr Assis. Oh, oh, da kommen noch mehr. Mach weiter. Mach sie nieder. Bei deinem Tempo verbringen wir noch den ganzen Monat. Los, diesmal kannst du dein Schlüsselschwert benutzen. Warte, das ist... Was ist mit dem Magieunterricht? Willst du diese schreckliche Mission jetzt abschließen oder nicht? Los jetzt! Ah ja, ist ja gut. Nee, wenn du schon so nett... wenn du schon so nett fragst. Ach, und falls du falls du Heilung benötigen solltest. Heil dich selbst. Spaß. Warum ist das Spaß draus geholt? Das weiß ich auch nicht. Reine Intuition. Um ein Heil-Item zu benutzen, wähle mit X den Befehl Items aus. Dann wähle ein Item und drücke A. Benutze Items verschwinden, egal ob sie installiert wurden oder im Rucksack sind. Auch Items müssen in Feldern installiert werden, wenn sie auf eine Mission mitnehmen möchte. Plane schwierige Missionen im Voraus. Magie und Heil-Items können Tastenkombis zugeordnet werden. Halt, okay, das erkläre ich jetzt nicht, weil ich das schon gerade gemacht habe. Ich werde mal die Pflanzen töten, weil die ein bisschen anfälliger sind gegen Feuer. Warum kann ich das nicht? Ach, ich verwechsel immer A mit B in letzter Zeit. Da ist nur die PS2 schuld. Und die beiden Assis da oben, drei Assis sind das. Ich mache mal kurz einen Prozess mit dem Keyblade. Oh nein, die Kette ist abgebrochen, schade. Also Keyblade ist das englische Wort für Schlüsselschwert. Hört sich cooler an, finde ich. Oh, wird auch langsam Zeit. Schlimmste Mission ever. Oh, die ist ein bisschen verbuggt hinten. Ich guck mal, ob ich das kurz fixen kann. Einen Moment. Ich habe das eigentlich schon letztes Mal umgestellt. Ja doch, jetzt hast du gefixt. Schon besser. Wenn du unser großer Schlüsselschwertmeister bist, dann haben wir ein echtes Problem. Mann, kannst du nicht mal deinen Mund aufmachen?
Jetzt mal ehrlich da, wenn bei so einer hätte ich gar keinen Bock, den Mund aufzumachen. Also, weil überhaupt anbrüllen. Ist halt, scheiße, ich hasse anbrüllen. Ich brülle keine Menschen an, Leute haben mich auch nicht anzubrüllen. Und da kann ich Rox jetzt verstehen, der brüllt ja auch nicht rum oder sowas. Reißt sich zusammen oder Kingdom Hearts wird niemals komplett. Es sei denn, wir finden jemand anderen für das Schlüsselschwert. Oh, was soll das denn heißen? Was, es gibt einen anderen? Geht dich nichts an. Kümmere dich darum, Herzlose zu besiegen und Herzen für uns zu sammeln. Vielleicht wirst du ja eines Tages wenigstens mittelmäßig dran sein. Also sie verschweigt uns auch irgendwas. Maluxia war auch schon so seltsam. Finde ich komisch. Gehen wir. Bevor wir noch deinetwegen sämtliche Gehirnzellen absterben. Ja, die sind schon davor abgestorben. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber jetzt erstmal abhauen hier. Ah nein. Warum ist auch Nein ausgewählt? So, ich will auf Ja. Was haben wir, Eta? Analyse! Damit können wir jetzt auch die KP des Gegners sehen. Oder in dem Fall das LP. Führersplitter brauchen wir noch für später. Eta sind praktisch für Magie. Und ich werde auch versuchen, dem LP nicht damit rumzugeizen. Sie sagten, mein Schlüsselschwert befreit Herzen. Aber warum ist es? Warum habe ich es? Woher weiß ich, wie man damit kämpft? Je mehr ich lernte, desto weniger schien ich zu wissen. Okay, auch das ist jetzt nicht mehr verbuggt. Eine geschlossene Welt. Du gehörst heute mir, Roxas. Okay. Sprich mit Sykes, wenn du fertig bist. Ah, Wegsen ist wenigstens einer der etwas sozialeren. Der ist nicht so am Ragen und so ein Zeug. Das überspringe ich auch, weil ich bleibe bei der Steuerung, die ich jetzt habe. Ja, genau, weil da kann das mit der Kamerasicht sonst ändern. Ich glaube nochmal kurz mit denen ein bisschen rum. Da lag ich wohl mal wieder richtig. Ja, ich glaube, der ist eh so eine Art Professor oder sowas noch nebenbei. Da habe ich keine Ahnung. Mann, warum ist Luxreen bloß so eine Hexe? Da hat er mal recht. Was willst du? Ich bin beschäftigt. Hau deinen Kopf gegen eine Scheibe oder so. Was ich mich auch schon immer frage, ne? Diese, Organisation 13. Also, die Antwort kenne ich jetzt bereits. Das sind ja 13 Leute. Wie könnt ihr so ein fettes Schloss aufbauen? Also ich meine, so ein fettes Schloss. Das heißt, Sandmas ist ja auch noch der Anführer, der ist ja, der hat überhaupt die Organisation ins Leben gerufen. Und der ist nach und nachher die Mitglieder gefunden. Das heißt, wie kann Sandmas so ein fettes Schloss aufbauen? Also alleine, so ein fettes. Also vor allem Kingdom Hearts 2, da sieht man noch mehr von dem Schloss. Und, also wir sehen leider nicht so viel. Gegen Ende sieht man ein bisschen was davon. Oder in den Zwischensequenzen. Und ja, ich habe die Antwort darauf gefunden. Das Schloss ist ein riesiges Lebewesen, ein riesiger Niemand, der sich auch am Ende in einen Drachen verwandeln kann. Was Xemnas auch in einen Kampf gegen ihn zu seinen Gunsten benutzt. So, das war dann auch die Antwort darauf. Das hat sich mich echt gefragt, so aus Neugier. Ich würde sagen, wir stellen noch kurz die Tafel ein bisschen um für den nächsten Part. Potions sollen. Analyse mache ich jetzt erstmal rein. Und wie gesagt, ich ordne gerne. Da mache ich so. Dann mache ich noch 3 Äther rein. Wie gesagt, ich habe nicht vor, mit denen zu geizen. Genau, da haben wir es auch schon mehr. Ich soll doch mal speichern ab und zu. Mache ich jetzt auch mal kurz. Wäre natürlich. Ich habe nämlich seit dem Anfang nicht mehr gespeichert. Ich habe sonst immer nur mit Safe States gearbeitet. Okay, Leute, dann gehen wir im nächsten Part mit Wegsen auf eine Mission. Ich freue mich, es fängt jetzt, wie man sieht, noch ein bisschen langweilig an, ein bisschen lame noch. Weil man kriegt ja noch alles beigebracht. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das sind noch 2-3 Missionen und dann geht es richtig ab. Dann kommen die eigentlichen Missionen, dann kommt auch die Story.
Weil das, was wir jetzt hier machen, das ist jetzt, glaube ich, der vierte Part, das ist alles nur noch Einführung. Das wird auch nicht mehr lange dauern. Ich hoffe, dass ich den zwei Parts nämlich noch, dass ich die nächsten zwei Parts dann auch das Tutorial abschließen. Also wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was und ciao.